Jetzt möchte ich den Arpeggiator des CTS 1000V zeigen, der nämlich wirklich tolle Möglichkeiten zulässt. Ich habe mir jetzt hier einen Synthi-Sound ausgewählt, der einfach erstmal so klingt. Jetzt nutze ich den Arpeggiator, aktiviere ihn einfach direkt übers Display und höre eine Arpeggiator-Linie. Von diesen Presets gibt es 150 im Gerät und die erreiche ich, indem ich einfach die Arp-Taste etwas länger drücke. Und schon habe ich die verschiedenen Möglichkeiten. Und das Ganze dann natürlich auch beeinflussbar mit den Filtern, die dann auf den Controller-Knöpfen liegen.